Ihr seid jetzt im zweiten Teil von den zwei Videos, wo ich mir meinen Unterstand hier renoviere. Und wenn ihr den ersten noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch jetzt am besten vorher an. Ich verlinke ihn euch oben in der Videobeschreibung. Zum Anzeichnen für die Balken da oben schraube ich mir jetzt das Brett einfach nur provisorisch fest. Hier, also das wird ja dann hier rausgeschnitten. Oh, ich glaube, ich muss da zu viel rausschneiden. Wo schraube ich denn die dann fest? Oh Mann, ey, ich habe wieder nicht mitgedacht. Scheiße. Naja, vielleicht muss ich die dann hinten irgendwie feststecken. Keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach so. So, weil hier an der Stelle wird ja dann eh das Ding da rausgeschnitten. Das heißt, das ist egal, wenn da jetzt ein Loch drin ist. Also es ist tatsächlich so, dass ich jetzt hier das komplett auseinanderschneiden muss und die Teile, die hier dann irgendwie da oben drauf befestigen muss, weil da kann ich ja nichts dahinter schrauben. Das ist dumm. Also wenn irgendjemand jetzt der Meinung ist, dass das ein ganz schöner Mist ist, was ich da oben mache, dann muss ich sagen, das stimmt völlig. Es ist jetzt ein Stückelwerk und ich mache jetzt, also ich schraube die Dinger dann von oben fest. Dann habe ich von außen was, wo ich was dran festschrauben kann. Und hier, das ist ja jetzt, das schaut ja jetzt auch blöd aus, da schneide ich mal dann einfach Bretter zu, die genau in diese Lücke reinpassen, dass die da halt, dass es da einfach bündig ist. Anders, mir fällt nichts anderes ein, wie ich es machen soll. Durch diese Neigung, durch dieses Gefälle, ist es halt nun mal einfach so, dass ich an keiner Stelle das Brett so habe, dass ich da nicht irgendwo eine Lücke habe, wo ich es nicht festschrauben kann. Und deswegen mache ich es jetzt gleichmäßig so und hoffe, dass es danach einigermaßen nach was ausschaut. Also es ist zwar nicht alles 100% planmäßig gelaufen, aber ich finde, es schaut jetzt ganz gut aus. Man kann es anschauen, so passt. Das Einzige, was ich mir noch überlege, ist, ob ich hier vielleicht irgendwie so schräg runterschneide, weil das schaut mir noch ein bisschen unförmig aus. Naja, das überlege ich mir noch. Jetzt habe ich zwar da unten eine Dachrinne, aber ich habe nirgendwo auf die Schnelle ein Blech hergebracht. Was heißt auf die Schnelle? Also ich habe schon ein bisschen gesucht danach. Also ich habe nirgends ein Blech hergebracht, wo ich ein Draufblech habe, was so weit nach unten geht. Das hätte ich mir extra anfertigen lassen müssen und da habe ich niemanden gefunden, der das für einen einigermaßen vernünftigen Preis gemacht hätte. Deswegen kommt hier oben jetzt noch eine Dachrinne ran. Und bevor die Dachpappe draufkommt, müssen ja jetzt erst die Rinnenträger da rein und die fräse ich mir jetzt ein. Ob das alles richtig ist, was ich da mache, ich habe keine Ahnung. Macht das bitte nicht nach, weil das ist nur eine Überdachung. Wenn es da reinregnet, ist nicht so schlimm. Wenn es bei euch am Haus reinregnet, ist schon schlimm. Deswegen nicht nachmachen. Ich weiß schon, dass es zum Biegen von den Rinneneisen ein extra Werkzeug gibt, aber ich habe sowas nicht. Ich wusste jetzt auf die Schnelle auch nicht, wo ich mal ausleihen kann. Und kaufen wegen 6 Eisen, das macht ja nun echt keinen Sinn. Und ich bin echt zufrieden eigentlich mit dem Ergebnis. Bin überrascht, wie gut das Ergebnis geworden ist. Das passt. Gefälle passt im Übrigen auch. Wie das halt immer so ist, da habe ich mir unfassbar viel Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, da bin ich ewig drüber, dass ich die sauber und ordentlich montiert kriege. Das hat jetzt eine halbe Stunde gedauert und dann waren die Dinger alle dran und passen auch. Aber auf der anderen Seite hast du dann oft so Sachen, wo du denkst, ja, das geht schnell und dann geht es nicht schnell. Jetzt, wo die Rinnenträger montiert sind, kann ich aber anfangen mit der Dachpappe draufnageln. Dann geht es aufs Ende zu.
So, die nächste Baustelle ist die Dachrinne. Ich habe mich für eine Alu-Dachrinne entschieden. Warum? Na, ganz einfach, ich war im Baumarkt und habe geschaut, was es da so gibt. Und Alu hat am schönsten ausgeschaut. Und deswegen habe ich jetzt eine Alu-Dachrinne. Und was das Schöne ist, es ist halt ein System mit Endkappen und Verbindern. Ich weiß, man braucht eigentlich keine solchen Verbinder, weil man kann das irgendwie biegen und machen und tun. Aber hey, ganz ehrlich, ich bin ja kein Spengler, ich bin ja hier Holzbastler. Deswegen mache ich das mit dem Zeug, was ich habe. So, und außerdem habe ich hier einen Alukleber und ja, jetzt klebt man die Dachrinne da fest. Ne? Also ich klebe die Dachrinne nicht fest. Ich klebe die Sachen an die Dachrinne und dann mache ich die da fest. Jetzt müssen wir natürlich noch den ultimativen Test machen, ob es aber wirklich funktioniert. Ich habe es nicht probiert, das Ding ist furztrocken und ich glaube, das funktioniert nicht. Es läuft. Es läuft hervorragend. Nein, es läuft fast hervorragend. In der Mitte steht das Wasser, das ist jetzt ein wenig blöd. Vielleicht kann ich das da vorne noch runterbiegen. Jetzt läuft's. Damit kann ich leben. Da hinten ist gar kein Wasser mehr. Hier ist fast keins mehr. Es läuft raus. Das hält schon aus. Für die Umrandung habe ich mir Traufbleche aus schwarzem Aluminium ausgesucht, nicht schwarz anthrazitfarben, weil ich halt einfach finde, dass das gut ausschaut. Vorher hatte ich sowas gar nicht, da habe ich gedacht, ist doch Blödsinn für so eine Überdachung. Aber das war auch einer der Gründe, warum es mal an der Seite überall die Feuchtigkeit reingezogen hat. So, und Ecken kann man sich natürlich teuer kaufen für sowas, dass man die hier, Moment, dass man hier außenrum die Ecken ausbildet, kann man sich teuer kaufen. Man kann sie sich aber auch einfach selber erstellen. Also man schneidet sie sich einfach zu. Und wie das geht, das muss ich mir selber erstmal in einem Video anschauen. Aber ich hab's gleich und dann erkläre ich es euch. Also ganz ehrlich, ich finde, das schaut okay aus. Für meine allererste Ecke, die ich je gemacht habe, ist das völlig in Ordnung. Wenn es jetzt noch passt, dann bin ich glücklich.
So, jetzt schauen wir uns das nochmal an, wie es ausschaut von unten. Ja, ich denke, das ist absolut, absolut annehmbar und für meine Begriffe echt gut. Ich nenne das Video übrigens die gesammelten Werke des Holzbastlers, von denen er keine Ahnung hat, sie am Ende aber trotzdem irgendwie zustande bringt. Das große Finale hier oben ist die Schweißbahn, weil ansonsten, ja, das hält noch kein Wasser ab. Da brauche ich jetzt erst noch die Schweißbahn. Ich habe mir das richtige Wetter dazu ausgesucht. Wir haben ungefähr 28 Grad, das ist 9 Uhr vormittags. Genau das richtige Wetter, um Schweißbahn aufzubrennen, glaube ich. Deswegen stelle ich die Kamera jetzt einfach hier in die Ecke, mache einen Zeitraffer an und filme jetzt auch gar nicht weiter. Ich will einfach nur, dass das Ding hier beendet wird. Ich habe es geschafft. Ich kann es noch gar nicht ganz glauben, aber es hat alles funktioniert und ich lebe noch und es hat nichts gebrannt und das Wasser fließt auch ab und eigentlich ist alles gut. Jetzt machen wir nur noch den allerletzten Schliff vor unten. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen nachgearbeitet. Ihr seht schon, ich habe noch mal was davor gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil da unten drunter hat ja diese braune Traufkante rausgeschaut, da hat die Dachrinne rausgeschaut und das, dadurch, dass das ja alles Gefälle hat hier irgendwie, hat es alles krumm und schief ausgeschaut. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass ich jetzt nochmal was davor mache. Aber jetzt geht's los mit Farbe. Ich benutze dafür jetzt drei verschiedene Sachen. Einmal Nadelholzimprägnierung. Die ist dafür, dass an das Holz keine Bläue, kein Schimmel, keine Pilze und so weiter rangeht. Also das ist einfach Holzschutz, Tiefenschutz, sage ich jetzt mal. Das zweite, was ich benutze, ist Isoliergrund. Isoliergrund braucht man, wenn man helle Bereiche streicht. Und manche Bereiche hier möchte ich in weiß streichen. Und wenn ich sie in weiß streiche, dann habe ich sonst das Problem, dass mir unter Umständen das Holz, durch die ich glaube, nagelt mich nicht fest, Gerbsäure oder sowas, die da drin ist, dass mir dann das Holz dann durchschlägt. Das heißt, dass es so wie vergilbt ausschaut. Und das verhindert er mit so einem Isoliergrund. Und das Letzte, was ich dann benutze, ist einfach eine Dauerschutzfarbe. In dem Fall, das ist jetzt die Anthrazit, weil ich manche Sachen in Anthrazit und manche Sachen eben in Weiß streichen möchte. Ich habe alles von einem Anbieter, ich habe alles von Bondex, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich glaube, die machen sich natürlich schon Gedanken darum, was aufeinander aufbaut. Das heißt, dass ich das auf das streichen kann und das dann auf das. Deswegen empfehle ich euch, nehmt sowas von einem Anbieter und Bondex bekommt ihr bei euch überall im Baumarkt. Deswegen die optimale Lösung für mich. Den tut man bei der Imprägnierung beim Streichen natürlich nicht so wirklich viel. Aber eine Sache wollte ich noch dazu sagen, schnell. Es geht hier nicht nur darum, dass das Imprägnierung ist, sondern es ist auch ein Haftgrund für die Farbe, die ich danach drauf packen will, dass die besser hält, weil das ist halt im Außenbereich ein bisschen tricky mit Farbe, ne? Dass die nicht abblättert. Und das ist genau dafür. Und im Übrigen weiß ich natürlich selber, dass es schlauer gewesen wäre, das alles mit der Imprägnierung einzustreichen, bevor ich das Holz hier angeschraubt habe. Jetzt weiß ich das. Vorher habe ich da nicht dran gedacht. Aber naja, es geht jetzt auch noch. Das Problem ist halt, es wäre natürlich besser, wenn man an die ganzen Schnittkanten und überall mit der Imprägnierung rankommt. Wäre vernünftiger, ist aber jetzt so. Also mache ich es jetzt so. Und jetzt wird die Sache gleich wesentlich interessanter, weil jetzt kommt nämlich ein bisschen Farbe ins Spiel. Und das ist jetzt der Isoliergrund, der dafür da ist, dass das Holz nicht durchschlägt, also dass ich dann keine vergilbten Stellen irgendwie drauf habe. Deswegen kommt der jetzt da drauf. Also ich habe immer das Gefühl, je grober das Projekt ist, desto weniger genau bin ich irgendwie mit dem Malen. Also hier so mit Kanten und Ecken und sowas. Wisst ihr das bei euch? Sagt mir das mal. Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ihr da auch eher so ein bisschen dann schludrig seid, wenn es so groß wird, oder ob ihr da immer noch so genau seid.
wenn meine anderen Gartenprojekte wie Hochbeet und das Gewächshaus und so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ich auf Anthrazit stehe. Und deswegen kommt auch hier wieder Anthrazit als Kontrast zu dem Weißen oben zum Einsatz, weil ich glaube, oben ist die Schmutzempfindlichkeit halt einfach nicht so hoch, unten ist ein wenig höher und deswegen macht das Anthrazit meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn. Ich nehme dazu jetzt die Bondex Dauerschutzfarbe. Ich verlinke euch die logischerweise alle unten in der Videobeschreibung. Da steht drauf, bis zu 12 Jahre haltbar. Was heißt bis zu 12 Jahre Langzeitformel? Keine Ahnung. Ich gehe davon aus und ich hoffe, dass ich da eine Zeit lang Ruhe damit habe, weil ich möchte natürlich nicht jedes Jahr das Ding streichen. Es ist genug Arbeit, es so zu machen. Ja, schauen wir mal, wie lange es hält. Aber immer wichtig, wenn eine Firma wie Bondex sowas da drauf schreibt, dann meinen die, dass das haltbar ist, wenn ihr das so verarbeitet, wie die sich das vorstellen. Das heißt im Grunde, dass ihr auch den Haftgrund bzw. die Imprägnierung drunter macht, die da drunter gehört. Ich habe das ja gemacht, aber wenn ich jetzt einfach nur aufs alte, verwitterte Holz zur Farbe draufstreiche, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz so lange hält. Aber naja, kommt alles auf den Versuch an. Ich habe jetzt alles einmal gestrichen. Ich muss alles nochmal streichen, das schaut aber dann für euch nicht mehr anders aus, deswegen lasse ich es jetzt hier gut sein mit dem Video. Hier schaut es noch aus wie Sau, irgendjemand muss es aufräumen. Ich glaube, das bleibt an mir hängen, aber naja, so ist es halt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich finde, dass das richtig, richtig schick geworden ist. Klar, das Weiß ist jetzt noch nicht richtig weiß, weil da muss ich natürlich nochmal drüber streichen. Aber ansonsten schaut es für mich schon echt richtig gut aus. Was als nächstes kommt, ich glaube, dass ich als nächstes die Beleuchtung mache. Und dann kommt der Fußboden dran, aber das wird natürlich alles in einem anderen Video gemacht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Holzbastler.